Fünfter Spieltag. Die TSG zu Gast an der Alten Försterei. An genau dem Ort, an dem er hier sich und seinem damaligen Club einen Namen in der Bundesliga gemacht hat. Und zwar am 31. August 2019. Ja, ein besonderes Spiel. 3-1 gegen Dortmund gewonnen. Und 2 Tore geschossen. Also für mich auch besonders. So casual, deine ersten Tore in der Bundesliga. 3-1 gegen Dortmund gewonnen. Ja, stimmt, erstes Tor, ja. Erste beiden Tore. Ich weiß, glaube ich, auch erster Sieg für Union in der Bundesliga. Erinnert man sich gerne zurück. Seitdem hat Urs Fischer die Eisernen zu einem der heimstärksten Teams der Liga geschmiedet. Wie oft hat die TSG denn dort gewonnen? Damals gegen uns auf jeden Fall. Das weiß ich noch. 4-mal haben sie schon da gespielt, ne? 2-mal? Nur das eine Mal. Oh. Mit Zeit. Guter Punkt. Schwacher Trost. Andern geht es nicht viel besser. Vor der Niederlage gegen Leipzig am vergangenen Wochenende war Union daheim seit... Ich habe es irgendwo gelesen. 23? 24. Spielen ungeschlagen. Einer der Hauptgründe, das Stadion. Klein, eng, super Stimmung, weil alle mitmachen. Und wenn man selber mal als Spieler die Fans im Rücken gespürt hat, weiß man, dass dieses Zusammenspiel... nicht so schlecht ist. Wie viele sind es denn genau? Wie viele Plätze hat denn das Stadion an der Alten Försterei? 22.200. 22.012. Davon über 18.000 Stehplätze. Deswegen sage ich ja, das ganze Stadion singt damit. Vor allem dann, wenn die Stadionhymne ertönt. Eisern Union, von wem ist es? Lina Hagen. Sing mal die Torhymne von Union Berlin. Genau richtig, es gibt keine. Der Mann lässt sich nicht aufs Glatteis führen. Ja. Okay, nächster Versuch. Klassikerfrage. Wer ist denn unser Topscorer gegen Union? Das muss ja einer sein, der hier schon länger spielt. Wahrscheinlich André. Das wäre die naheliegende Lösung. Stimmt aber nicht ganz. Ilas hat noch einmal mehr getroffen. So, und jetzt kommt eine schwierige Frage. Es gibt aus dem aktuellen Kader nur 3 Hoffenheim-Spieler, die gegen Union getroffen haben. Also im Hoffenheim-Trikot. 2 hatten wir gerade schon. Wer ist der Dritte? Ich glaube, Kevin hat noch nicht so viele Tore geschossen. Dann wird es ja nicht sein. Pavel vielleicht? Akpo. Dann der andere Kevin, ja. Du meintest vorher Vogt, nehme ich an. Gut, nur um sicher zu gehen. Gut, der dürfte jetzt auch mal. Aber Kev, kein Druck. Freunde, das war's. Bis Samstag.